Ja, aber so ist leider das Leben und das ist einfach wichtig, dass man jeden Tag genießt und dass man auch genau das macht, was man gerne tut, um im Leben seine Berufung zu finden. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in den Business Vlog Ausgabe 147 hinein. Heute bereits Mittwoch, der 8. November. Ja. Was ist in den letzten Tagen so los gewesen? Seit Montag hat das Wetter umgeschlagen, nur mehr Regen, kalt, so knapp an die 5, 6 Grad. Deswegen die Heizung springt nur halb so mäßig an und wir müssen immer wieder den Kachelofen einheizen, was aber auch eine gemütliche Stimmung erzeugt. Ja. Letzte Woche habe ich ja gesagt zum Wochenabschluss, dass man Zeit mit der Familie verbringen am Wochenende. Samstag war es dann soweit. Onkel Thomas und Tante Nadine sind zu Lara und Tobias gefahren, das heißt zu meiner Schwester, zu Lisa und zu Gernot. Du kennst ja vielleicht noch das Hochzeitsvideo, das wir gemacht haben. Ich verlinke euch das oben in der Infokarte drinnen, damit ihr auch seht, was wir sonst noch in der Stratner Media alles so machen an Videos. Ja? Ja, und dann waren wir insgesamt natürlich mit Spielen beschäftigt. Der Onkel Thomas war richtig eingespannt mit Lego-Spielen, Eisenbahnstrecke bauen. Wir haben gemeinsam gegessen und als die Kinder dann endlich schlafen gegangen sind, ja, haben wir dann, glaube ich, noch ungefähr bis 1 Uhr in der Früh mit Lisa und Gernot gequatscht. Also wir waren dann richtig spät zu Hause. Ja. Was ist sonst in der Woche noch alles so passiert? Montag, Dienstag ganz normales Business gewesen, das heißt Alanui, Exit the Room, Painted, es ist sehr viel zu tun. Gerade Vorbereitungen auch wieder für das Gewinnspiel, Exit the Room, das möchte ich am Wochenende machen. Also ist doch momentan heavy, ja. Gestern am Abend dann auch wieder die jährliche Präsentation des Lions Adventkalenders. Das habt ihr auch schon kennengelernt die letzten 5 Jahre. Also in der 5. Auflage ist der Kalender schon. Auch ich habe ein paar Stück jetzt da bei mir zu Hause im Lager. Also wenn ihr einen haben möchtet, ein Stück kostet 5 Euro. Und man kann natürlich in jedem Adventfenster drinnen etwas gewinnen. Ja, das heißt, ab 1. Dezember dann werden Gewinnzahlen in der kleinen Zeitung, auf unserer Facebook-Seite und auch auf der Webseite veröffentlicht. Ja. Also wie gesagt, gestern die Präsentation des Kalenders 2017 und leider dann auch eine traurige Nachricht, ja, ich habe das leider gar nicht mitbekommen, nämlich ein Künstler ist verstorben. Das war ein sehr besonderer Mensch, weil der Walter Nowak, der ist jetzt der 62 ist er geworden, ja, der hat nämlich den allerersten Adventkalender unseres Lions Clubs gemalt, ja, und das war genau zu meinem Clubjahr. Ich war ja Präsident vom Clubjahr 2013-14 und ihr seht jetzt da auch auf die Fotos oben, der Walter Nowak, der hat den allerersten Kalender gemalt oder gestaltet und da habe ich jetzt erst erfahren, dass er im September aufgrund einer Krebserkrankung verstorben ist. Und was mich sehr berührt hat, ist, dass seine Malerkollegen in der Malwerkstatt drinnen so einen kleinen Gedenktisch für ihn gemacht haben, bedeutet mit Kerzen, Erinnerungsstücken vom Walter, also war wirklich sehr, sehr rührend, ja, und also es war wirklich, mir jetzt am falschen Fuß erwischt, dass das passiert ist, ja, aber so ist leider das Leben und das ist auch wieder wichtig, dass man jeden Tag genießt und dass man auch genau das macht, was man gerne tut, um im Leben seine Berufung zu finden. Ja. Was steht heute sonst noch am Plan? Heute, es regnet noch immer den ganzen Tag. Jetzt dann noch ganz normale Büroarbeit. Wir haben jetzt da 12.30 Uhr, jetzt ist einmal Mittagessen. Und um 17 Uhr geht es auswärts. Das heißt, ein paar Besorgungen machen. Und am Abend dann, um 20 Uhr, gehen wir ins Kino, nämlich Tor 3. In dem Sinne, wir hören uns morgen wieder. Donnerstag, 9. November, wir haben jetzt da knapp 17 Uhr und ich mache Schluss heute hier im Homeoffice-Tag, sprich ich schalte den Computer aus. Ich werde jetzt da gemütlich wieder mein Buch hernehmen und etwas lesen. Arbeiten, ihr seht schon, mein Schreibtisch ist ziemlich leer oder sagen wir so, er ist ziemlich sauber und ich werde demnächst einmal auch ein Video machen zum Thema effektives Arbeiten im Homeoffice. Deshalb kurzes Anteasern. Was ist heute sonst alles gewesen? Einiges bei Painted, das heißt, da sind wir gerade dabei, dass wir die Werbetrommel noch mehr zum Rühren anfangen, Ideen spinnen, Recherchen führen, wie wir das Ganze angehen können. Das heißt, da soll man natürlich auch schauen, dass das Budget im Rahmen bleibt, bis man da richtig starten kann. Ja. Was war sonst noch? Alanui-Präsentation habe ich heute auch fertig gemacht. Ich möchte jetzt dann morgen oder nicht morgen, nächste Woche dann starten mit Facebook Live. Das Video-Setup, das habt ihr eh schon gesehen, das ist alles fertig. Das steht da drüben jetzt da mit allen 4 Kameras. Das ist ready, aber Präsentation heute fertig gemacht. Und dann möchte man dann nächste Woche mit den Präsentationen, mit den Live-Videos starten. Was war sonst noch? Ja, es ist draußen schon wieder relativ finster, deswegen irgendwie
nicht die Motivation verloren, aber ich bin heute müde. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Wetter liegt, keine Ahnung, ja, wurscht. Was soll, genau, gestern Kino gewesen, Thor 3, Tag der Entscheidung, richtig genialer Film. Also wenn ihr Thor 3 noch nicht gesehen habt, rein ins Kino anschauen, richtig cooler Film, hat mir irrsinnig taugt. Letzte Reihe sind wir wieder gesessen mit der Cineplex Movie Card mit Rabatten. Also wenn man da ein bisschen nachdenken tut, ist sehr, sehr vieles möglich. Ja? Und heute am Abend ist Thor 2. Deswegen bin ich schon früher oben im Wohnzimmer und mache mir noch heute gemütlich einen Fernsehabend. Nadine macht das nicht so, aber da bin ich, ja, ich mag einfach die Heldenfilme von Marvel. Ja? Was war sonst noch? Genau, Aux Money. Ihr wisst ja, ich habe bei Aux Money in den letzten Monaten immer mehr investiert. Jetzt bin ich fast ein Jahr dabei. Monatlich investiere ich in Kredite. Ja? Jetzt, da kann man auch schon ein bisschen was machen in dem Bereich. Aber wenn ihr mehr über Aux Money wissen möchtet, ja, über mein Portfolio, wie es mir den aktuellen Zwischenschnitten ausschaut, einfach unten jetzt da in die Kommentare hineinschreiben oder Like geben, YouTube-Kanal abonnieren, da können wir auch über das Thema Aux Money und Geld investieren über Aux Money ein kurzes Video machen, wenn es euch interessiert. Ja? Okay, das war's für heute Donnerstag. Ich mag Feierabend und wir hören uns morgen wieder. Freitag, 10. November, ein Business-Vlog nähert sich dem Ende. Ja, es ist jetzt da 23 Uhr, ich habe doch erst da einige Minuten überlegt beim Nachhausefahren, ob ich jetzt am Freitag noch drehen soll oder vielleicht erst am Samstag oder Sonntag für diesen Wochenabschluss. Auf der anderen Seite soll es mir ja miterleben, wie es mir auch geht, wenn es mal ein anstrengender Tag oder anstrengende Wochen war. Ich war jetzt da gerade am Nachmittag im Exit Room drin, da haben wir das Gewinnspiel gemacht, das monatliche Gewinnspiel mit Facebook Live und dann bin ich gleich rüber zu Painted, war jetzt da die ganzen 3 Stunden bei einer Painted Session dabei mit Videodrehen, mit Facebook Live, also ihr könnt euch ruhig mal auf Painted Graz schauen auf der Facebook-Seite, dort seht ihr dann auch die Facebook Live Einstiege von heute, dann noch ein Interview gemacht mit einer Kundin, das heißt von Painted. Vorher, nachher, wie erstaunt die Leute sind, was sie alles in 3 Stunden erreichen können. Dann auch ein Interview mit der Verena. Die Verena ist unsere Painted-Standortleiterin in Graz, ja, unsere Künstlerin. Also war wirklich ein sehr, sehr langer Tag. Und dann auf der anderen Seite auch hat es mich und die Nadine doch ein bisschen hin und her gewiefelt heute, weil unser Kater, der Marcelino, musste zum Tierarzt. Die letzten 3-4 Wochen ist es nicht so gut gegangen. Er hat einen Abszess, wenn wir so drauf kommen, gehabt im Kiefer drinnen. Und dadurch ist der Zahn schief worden und der ist nicht rausgefallen. Ja. Wir haben das eh so lange zurückgehalten, wie es noch geht, weil in jedem Blödsinn muss man nicht zum Tierarzt rennen. Aber es ist einfach nicht besser worden. Wir haben alle möglichen Dinge hier zu Hause probiert. Heute muss man zum Tierarzt, der hat Narkose bekommen und die Nadine war richtig fertig, weil der Marcelino, der ist erst 15 Jahre alt, also ist auch nicht mehr der Jüngste. Und kann nur eines dazu sagen, ihm geht es jetzt wieder gut. Narkose ganz normal aufgewacht, der trapselt auch wieder da drüben gerade beim Büro herum, also er inspiziert das Ganze gerade, aber er ist noch nicht wirklich fit, ja. Und ja, wenn man selber Tiere hat, dann weiß man, wie es da einen gehen kann, wenn es einmal einem Familienmitglied nicht so gut geht. Also für uns sind die 2 Katzen, die Tinkerbell, das ist meine, und der Marcelin, das sind einfach momentan Kinderersatz, ja. Also die sind einfach voll integrierte Familienmitglieder und wenn es einem nicht so gut geht, gell, ja, dann ist es auch nicht so. Ja, okay, was war sonst noch, damit man nicht eben mit sowas aufhört, aber er ist auf dem Weg der Besserung, ja. Was war sonst noch? Heute sehr interessantes Zoom-Call, sprich so Telefonkonferenz gehabt, nämlich mich hat wieder ein Headhunter oder mein Headhunter kontaktiert für eine Vertriebs- und Führungsposition in einem sehr, sehr großen Direktvertriebsunternehmen, Jahresumsatz über 200 Millionen Euro und die suchen eine Führungskraft und einen Leader für den deutschsprachigen Raum. Und heute eben das Gespräch mit dem Firmengründer und CEO gehabt, ja. Also war sehr, sehr spannend, ja. Und das Interessante dabei war, dass eben der Headhunter dann gesagt hat, weil sie haben mich ja bewusst vorgeschlagen für diese Position, für die Firma. Und dann hat er noch gemeint, ja, er hat ja auch einige Kontakte in der Direktvertriebsbranche und er hat sich umgehört, was man so in der Branche über mich erzählt, und hat er nur Gutes gehört.
Ich habe nach Name gefragt, er hat nichts drauf gesagt. Ja. Aber es ist gut, wenn du weißt, dass du gute Arbeit geleistet hast und das in der Branche auch honoriert wird. Ja. Und jetzt wollen wir auf der einen Seite mit der Alanui richtig Gas geben, aber es ist immer wieder interessant, was andere Firmen so am Markt machen. Und vielleicht ergibt sich ja daraus auch ein Consulting-Auftrag in Kooperation mit Alanui. Aber schau mal, was sich aus dem Ganzen heraus ergibt. Ja. Wenn ich jetzt viel Blödsinn rede, dann liegt es an der Uhrzeit und weil ich richtig K.O. bin. Ja. Aber ich wollte bewusst noch das Ganze am Freitag machen und nicht irgendwie so am Sonntag, wenn ich ausgelaufen bin und so weiter. Ja. Jetzt setzt er in die Tasche, ist schon wieder gepackt, weil morgen um 10 Uhr sind wir schon wieder im Exit Room drinnen und erst am Sonntag dann ist für mich dann Weekend. Ja, okay, das war's für diese Woche. Wenn es euch wieder gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentare unten hinterlassen, welche Videos ihr in Zukunft auch sehen möchtet. Einige Themen habe ich ja vorbereitet. Ja, danke Marlene. Und in dem Sinne, Abo dalassen, ja, und in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich gehe jetzt schlafen und bis zur nächsten Ausgabe. Alles Liebe, euer Thomas.